Es ist mal wieder an der Zeit. Aktuell stehen jede Menge Geheimgeschenke und brandneue Events in Pokémon Karmesin und Purpur an. Neue Verteilungen zur Weltmeisterschaft, ein Shiny-Pokémon, das per Geheimgeschenk verteilt wird. Und neben einem brandneuen 7-Sterne-Raid-Event bekommt ein besonderes Starter-Pokémon endlich mal Liebe von Game Freak. Lurak. Ja, das wird wirklich mal Zeit, habe ich recht. In Paldea geht also wirklich einiges ab. Mehr dazu jetzt in diesem Video. Und wo auch einiges abgeht, ist beim Sponsor des heutigen Videos, nämlich Instant Gaming. Instant Gaming ist die Plattform für digitale Games, Codes und Online-Mitgliedschaften, wo ihr die verschiedensten digitalen Gaming-Angebote und die neuesten Games zum besten Preis bekommen könnt. Und für jeden Monat veranstalten wir ein kostenloses Giveaway, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken und schon seid ihr mit am Start. Also schaut gerne bei Instant Gaming vorbei und nun geht's weiter mit dem Video. Okay, es ist nun tatsächlich soweit. Fast schon seit Release der Spiele haben wir regelmäßige 7-Sterne-Raid-Events, worin immer wieder neue Starter-Pokémon in die Spiele eingeführt wurden, die bis dahin noch nicht offiziell in den Games zu bekommen waren. Angefangen mit Glurak über Liberlohn, Quajutsu und viele weitere Starter-Pokémon, bis hin zu einem Event, das zwischendurch für knapp einen Monat abgebrochen werden musste, weil es das Spiel abstürzen ließ. Eine magische Reise. Das alles waren immer nette Events mit ziemlich guten Item-Drops und eine coole Art, diese Pokémon in die Spiele zu integrieren. Doch nun ist es soweit. Der letzte Starter, der sich aktuell im Code des Spiels befindet, bekommt sein eigenes Raid-Event. Gortrom. Der Pflanzenstarter aus der Galar-Region erscheint mit dem Terra-Typ Normal ab sofort in 7-Sterne-Raid-Events. Die erste Welle des Events findet dieses Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli statt und die zweite Welle dann nächste Woche vom 4. bis 6. August. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Tim, aber Pokémon Home ist doch schon seit einer halben Ewigkeit mit den Spielen kompatibel. Und dadurch kann man doch schon lange an dieses Pokémon kommen. Lohnt sich das Event denn dann überhaupt? Ja, doch, durchaus. Denn die Item Drops lohnen sich bei diesem Event nach wie vor. Es sind die üblichen EP-Bonbons und die Terra-Normalstücke, die hier in Hülle und Fülle gedroppt werden, das garantierte Fähigkeitenpflaster, die Schatz-Items und natürlich auch Carbon als Vitamin-Item. Aber nach wie vor droppen diese seit dem Phoenixes Raid schon deutlich seltener als früher. Doch was kann das Gortrom denn jetzt eigentlich an sich? Nun, wie schon gesagt, ist das Gortrom vom Terra-Typ normal und beherrscht seine versteckte Fähigkeit Graserzeuger. Dadurch ist es aktuell und eigentlich schon immer ein sehr beliebtes Pokémon im Ranked-Format und wird aktuell statistisch in mehr als jedem fünften Team gespielt. Weshalb es sich anfühlt, als würde man einen Planet der Affen-Film starten, wenn man auf diesen wunderbaren Knopf hier drückt. Es hat ein frohes Wesen, wie immer 6 perfekte Statuswerte und trägt das gute Titanzeichen, was ihm den Titanentitel gibt, wenn ihr es im Kampf einsetzt. Und wie immer ist auch dieser 7-Sterne-Raid geshiny-locked. Das bedeutet, ihr könnt keinen Shiny-Gortrom in den Raids bekommen, aber natürlich könnt ihr den Shiny-Chimpad breeden, wenn ihr das denn tun möchtet. Ich bin nicht so Fan von Shiny-Gortrom. Die Attacken, die das Gortrom im Raid benutzt, sind dabei auch ziemlich stark. Zum einen hat es seine Signature-Attacke Trommelschläge, gefolgt von Akrobatik, Body Slam, Body Press und den Zusatzattacken Wachstum, Überschallknall und Protzer. Also gleich 2 Moves, um Statuswerte zu boosten und eine ziemlich große Bandbreite an Attacken. Da es jedoch in diesem Raid ein Normal-Pokémon ist und eine Kampfschwäche hat, liegt es natürlich nahe, erstmal den Raid-King schlechthin wieder auszupacken, nämlich Epitaph. Aber hier wäre ich sehr vorsichtig, denn wie gesagt, das Gortrom beherrscht Akrobatik. Und das tut diesem Affen nicht unbedingt gut. Ich für meinen Teil habe es zuerst mit Zamazenta probiert, da es ja endlich Body Press in den Spielen bekommen hat. Eine Kampfattacke, die stärker wird, je höher die Verteidigung des Anwenders ist, was für ein Pokémon wie Zamazenta eigentlich ziemlich perfekt klingt. Aber das war eine Vollkatastrophe. Nein, das meiner Meinung nach beste Pokémon für diesen Raid ist wohl Kramos. Kramos Typing schützt es nämlich vor nahezu allen Attacken, die Gortrom überhaupt so einsetzen kann. Ich spiele es hierbei mit der Fähigkeit Spiegelrüstung und einem pfiffigen im Wesen, dem Item Expertengurt, der sehr effektive Attacken verstärkt, und den Moves Eisenabwehr, Kreideschrei, Ruheort und Body Press. Oh, und natürlich spielen wir es mit dem Terra-Kampftypen. Meine Strategie hierbei war, am Anfang des Raids 3-mal Kreideschrei zu drücken, um die Verteidigung von Gortrom zu senken. Dann wird es nämlich sein Schild aufsetzen und wir können anfangen, Body Press zu drücken, bis Gortrom unsere Statuswerte wieder zurücksetzt. Erst dann lohnt es sich nämlich, 3-mal Eisenabwehr zu drücken, damit wir unsere Verteidigung und damit einhergehend auch Body Press verstärken. Und dann spammen wir die Attacke so lange, bis wir terrestrialisieren können, und
ziehen das durch, bis Gordon besiegt ist. Ja. Sehr simple Strategie, aber das macht diesen Raid wirklich zu einem der entspanntesten 7-Sterne-Raids seit langem. So viel dazu. Doch, wie geht es wohl nach diesem Event weiter? Ich meine, jetzt wurden alle verfügbaren Starter-Pokémon einmal als Titan in den Spielen gefeatured. Welche Events erwarten uns in Zukunft? Nun, mit dem letzten Patch wurden ja zum Beispiel geheime Interaktionen zwischen Mew und Mewtwo in Raids entdeckt. Möglicherweise erwarten uns dazu Neuigkeiten in wenigen Wochen. Oder auch mal einfach ein kleines Shiny-Raid-Event. Ich denke, das ist etwas, was sich auch viele Fans wünschen würden. Doch nicht nur Gortrom, nein, auch andere Starter-Pokémon bekommen gerade etwas Liebe in den Games. Glurak. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Game Freak, das ist inakzeptabel. Warum kriegen wir nur eine Glurak-Verteilung? Gebt dem armen Pokémon doch mal mehr Aufmerksamkeit. Okay, ja, Glurak kriegt viel Liebe von Game Freak und hat schon viele Events gehabt. Aber Glurak ist nun mal auch einfach eines der beliebtesten Pokémon überhaupt. Und dieses Geheimgeschenk finde ich tatsächlich ganz cool. Denn wir bekommen hier einen Glurak vom Terra-Typ Unlicht. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Terra Unlicht Glurak momentan in allen möglichen Pokémon-Formen vertreten. Zum Beispiel ganz prominent im neuen TCG-Set Obsidian Flames. Dort gibt es eine Terra Unlicht Glurak-Karte. Und kleiner Spoiler für den neuen Pokémon Horizons Anime. Das Glurak von dem Charakter Friedel wird ebenfalls vom Terra-Typ Unlicht sein. Das wurde in einer der letzten japanischen Folgen revealed. Und genau dieses Glurak von Friedel können wir jetzt in den Spielen bekommen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen weird, dass wir hier ein Pokémon aus dem Anime verteilt bekommen. Noch bevor der Anime überhaupt außerhalb von Japan released wurde. Aber hey, Pokémon spoilert ja auch ein Jahr vorher, wie der Endkampf der Serie ausging, also was soll's. Friedels Glurak könnt ihr in den Games über die Geheimgeschenkfunktion bis zum 31. August abholen und zwar über den Code DARKTERRA0006. Doch das ist noch längst nicht das letzte Geheimgeschenk, das heute gestartet ist. Nein, wir haben auch ein neues Shiny-Geheimgeschenk bekommen. Und zwar bekommen wir aktuell eines der besten Galar-Shinies, nämlich Olangar. Hey everyone. Dieses wird anlässlich der bald startenden Pokémon-Weltmeisterschaft verteilt und basiert auf dem Olangar des thailändischen Nationalmeisters von 2022. Ich werde nicht mal versuchen, diesen Namen richtig auszusprechen. Dieses kommt mit perfekten Statuswerten und genau dem Moveset zu euch, mit dem er die Meisterschaft gewonnen hat. Der Code für das Olangar-Geheimgeschenk lautet Thai2022CHAMP und kann bis zum 18. August eingelöst werden. Auf jeden Fall eine sweete Verteilung, sowohl für Sammler als auch für Competitive-Spieler. Und wie schon gesagt, findet bald die Pokémon-Weltmeisterschaft statt. Vom 11. bis zum 13. August ist es soweit, die besten Pokémon-Spieler der Welt werden sich dann in Yokohama messen. Und dazu hat Pokémon auch kürzlich einen eigenen Trailer veröffentlicht, der unglaublich gut animiert ist. Wirklich, schaut ihn euch unbedingt an. Dazu wird es auch zwei neue kleine Geheimgeschenke geben. Zum einen ein gelbes Nigiragi mit einer speziellen Attacke, nämlich Ehrentag, welches man leider nur vor Ort in Yokohama abholen kann. Ich habe schon schlechtere Gründe für eine Japan-Reise gehört. Und während des Streams wird ein Gastrodon online verteilt werden, basierend auf dem des amtierenden Weltmeisters Eduardo Cunha. Und ich schwöre bei Gott, es gab in den letzten drei Jahren gefühlt so viele Gastrodon-Verteilungen, wie ich Videos hochgeladen habe. Doch ungeachtet dessen, ob man die Competitive-Pokémon-Szene verfolgt oder nicht, könnte die Weltmeisterschaft wieder sehr, sehr spannend werden. Denn während der Abschlusszeremonie, in diesem Fall am 13. August, gibt es oftmals noch Neuigkeiten zu den neuesten Pokémon-Spielen. So haben wir letztes Jahr dabei einen neuen Karmesin und Popo-Trailer bekommen. Vielleicht erwarten uns also dort auch Infos zu den DLCs. Und falls ihr noch mehr über die Karmesin und Popo-DLCs erfahren möchtet, klickt gerne als nächstes auf dieses Video.